Grüß Gott. Es lebe die Zukunft. Dortmund hat 1-1 gespielt. Also sie haben jetzt, wenn sie alle Spiele gewinnen, die Meisterschaft sicher. 23 die 11. Also sind sie 11-mal deutscher Meister in Serie geworden. Am Telefon habe ich ein Genie als, wie sagt man, Asylant gekommen und jetzt Unternehmer, richtig? Mhm. In Essen und Bochum. Lassen wir das mal so stehen. Ja. Und dann fragte ich, Hoeneß war jetzt beim FC Bayern, weil es gibt ein bisschen Problem, um zu gewinnen. Und dann war er jetzt als Ehrenpräsident AD auf dem Fußballfeld bei Bayern München an der Säbener Straße und hat dann gefragt den Herrn Tuchel oder ihm gesagt, wie er denn spielen soll. Das war jetzt Spaß, ja? Weil der Tuchel ist der Trainer und nicht Uli Hoeneß. Und dann fragtest du mich allen Ernstes, wer ist Uli Hoeneß? Und ich frage dir nochmal, bist du betrunken? Hast du Alkohol oder weißt du wirklich nicht, wer Uli Hoeneß ist? Ich habe gesagt, ich weiß wirklich nicht. Okay, gut. Also, Herr Hoeneß, haben Sie gehört? Entschuldigung, das war die Mikrowelle auf die Schnelle. Die Klingel, also es ist kein Bombenalarm. Aber ich wollte Ihnen sagen, Sie hören ja jetzt die O-Töne. Und die Originaltöne heißt das jetzt. Ich bin fassungslos, dass so ein Manager, Kfz, Mechatronik-Manager etc. pp. Aus Bochum, und zufällig hat ja Bochum, glaube ich, gestern gespielt gegen Dortmund, oder? Ich weiß es nicht. Ja, 1-1. Und dank Bochum hat jetzt eventuell Uli Hoeneß und sein ganzer Verein, weil er hat das alles aufgebaut, diese Multimillionen, 870 Millionen schwer ist dieser Verein. Das ist alles Uli Hoeneß sein Werk. Oh, ja, hat er alles geschaffen. Und scheinbar brauchen Sie jetzt unbedingt mich, gala.com.tv, dass Sie auch bei TikTok und weiteren internationalen Foren noch bekannter werden. Und Sie sind ja in China, in der Milliardenvolkstadt, oder beziehungsweise Milliardenvolkland, weltbekannt in China. Mit Adidas und Herbert Heine und Uli Hoeneß. Aber dass jetzt dieser Manager aus Essen und Bochum nicht weiß, wer Sie sind, müssen Sie mich unbedingt einschalten. Jetzt sofort. 29. April 23. Damit auch er, kommend aus dem Irak, weiß, wer sind Sie, Herr Uli Hoeneß. In diesem Sinne, deswegen habe ich jetzt aufgesagt, ich lade das hoch ins Internet und es ist wieder eine Chance, einen weiteren Kreis, wie sagt man, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, gibt es immer Kreise, ne? Immer größer, immer größer, immer größer, ja. Immer größer, ja. Und wer weiß, für was es gut ist. Ich muss das immer so im Originalton sofort verfassen, weil wer kennt Uli Hoeneß nicht? Wer kennt Messi nicht? Sagt dir Messi etwas? Messi sagt mir das. Ah, achso, Mbappé sagt dir auch was? Ja, Ronaldo auch. Ah, ja, wunderbar, wunderbar. Also, ich wollte nur sagen, dass Uli Hoeneß und Gerd Müller, sagt dir Gerd Müller noch etwas? Müller, ja, klar. Thomas Müller ist jetzt Bayern München. Ja, ja, ja. Und vorher war es Gerd Müller. Und er ist leider jetzt verstorben, letztes Jahr. Und da hat es eben geheißen, ohne Müller wäre Bayern nie so groß geworden. Und ohne Hoeneß auch nicht. Die zwei sind die wichtigsten Garanten, dass Bayern München so dasteht. Ja. Ja. So viel zu Mr. Omet
Und wenn Sie mal ein Fahrzeug brauchen, vielleicht macht ihr auch Karosseriebau? Machen wir auch. Aha. Also praktisch ein Auto, wie sagt man, ummodellieren oder einen Lamborghini auf Wunsch ummodellieren? Alles ist machbar. Das ist gut. Dann komme ich auf dich zu und vielleicht gibt es doch den einen oder einen anderen außergewöhnlichen Spieler, der etwas Außergewöhnliches möchte, einen Lamborghini Aventador oder wie der heißt. Und ja, nach deinem Motto kann man alles machen und du hast ja schon in deinen Kinderjahren schon Autos repariert, gell? Ja. Ah, okay. Sollen Sie sich an tvgalacom@gmail.com wenden und dann leite ich weiter an dich. Schöne Grüße an den FC Bayern und dass Sie jetzt das nächste Spiel gewinnen. Und dann, wenn Sie jetzt alle gewinnen, sind Sie Deutscher Meister. Ja. Mit einem Punkt mehr. Wenn Sie alle gewinnen. Also die haben es jetzt in der eigenen Hand.